Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Boah, ich kann so geil singen, ey. Ich melde mich nächstes Jahr definitiv nicht bei DSDS an. Für die Leute, die es erhofft haben, ist ja langweilig, wenn ich mich da anmelde, da gewinne ich ja sofort. Und ja, mir wurde mal ans Herz gelegt, ich sollte doch mal auf grausame Todesstrafen reagieren. Deutsche Dimension kann ich euch empfehlen, ist ein sehr, sehr cooler Kanal. Und ja, die gutste Dame hat auch ein Video gemacht über 10 grausame Todesstrafen. Ich gucke sowas ja ganz gerne an, auch Creepypastas. Ich schlafe mit Creepypastas auch ganz gerne ein. Horrorfilme gucke ich übelst gerne. Ich muss aber immer so bei Todesstrafen immer wieder feststellen, wie krass brutal eigentlich Menschen sind. Ne? Und das werden wir jetzt herausfinden. Die allerschlimmsten Formen der Todesstrafe überhaupt. Diese Strafen verletzen die Menschenrechte durch eine der schmerzhaftesten Methoden der Welt. Heute schauen wir uns 7 der schlimmsten Formen der Todesstrafe an. Ich dachte 10 und nicht 7. Ich will 10 sehen. 7 geht auch. Ist okay. Nummer 7. Der Galgenkäfig. Hier wurde der Gefangene... Nee. Ist das nicht der Käfig, wo die damals im frühen Mittelalter reingebracht worden sind? Und wo dann irgendwann die Raben angefangen haben rumzupicken? Wir gucken mal. Gefangene in einem Metallkäfig eingeschlossen, welcher am Ende eines Galgens aufgehängt wurde. Der Käfig war zusätzlich oft kleiner als der Gefangene selbst. Boah, krass. Die Gefangenen sollten dort verhungern und verdursten. Raubvögel bissen in ihr Fleisch, als sie zu schwach wurden, um sich zu wehren. Die verrotteten Leichen blieben lange in den Käfigen und dienten als Warnung für andere, sich nicht in kriminelle Aktivitäten zu involvieren. Es gibt viele aufgezeichnete Beispiele des Galgenkäfigs von der Antike bis hin zum 20. Jahrhundert. Eine Ausgabe des National Geographic Magazins von 1921 zeigte ein Bild eines Käfigs, welcher noch in Afghanistan in Gebrauch war. Es wird geglaubt, dass Menschen immer noch als Form der Todesstrafe in Käfige gesteckt werden. Alter, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr kriegt die Strafe, in so einen Käfig eingesperrt zu werden. Erstmal, ihr werdet natürlich von der Bevölkerung, werdet ihr natürlich gesehen, ne? Also es wurde ja immer öffentlich gemacht, logischerweise. Und das Heftige ist ja, dass irgendwann wirklich auch die Tiere zu euch kommen, weil ihr euch einfach irgendwann nicht mehr wehren könnt und ihr müsst euch das einfach mal reinziehen, dass dann irgendwann anfängt, dass die Raben irgendwas hier, dass sie irgendwas hier rauspicken und du bist einfach irgendwann so schwach, dass du nichts mehr dagegen machen kannst. Ich glaube, das ist ein Schmerz, also... Ich weiß nicht, also wenn ich in so einem Käfig wäre, wenn es das heute immer noch geben würde, ich glaube, und das gibt's natürlich bestimmt in manchen Ländern noch, aber ich glaube, ich würde gucken, dass ich mich, klingt heftig, aber mich selber da irgendwie strangulieren würde, weil ich das gar nicht miterleben möchte, wie dann irgendwie dann Raubvögel anfangen, irgendwann hier alles aufzuessen. Das ist mein Fleisch, ich gebe doch nicht mein Fleisch ab, ich bin doch hier kein Biomarkt. Mensch. Nummer 6. Guillotine. Okay, das finde ich aber noch... Auch wenn sie schon früher benutzt wurde, richtig bekannt wurde die Guillotine erst im 18. Jahrhundert, während der französischen Revolution. In dieser Zeit wurde sie zum französischen Symbol der Todesstrafe, auch bekannt als das nationale Rasiermesser. Die Vorrichtung besteht aus einer schweren vertikalen Klinge, welche zwischen zwei... Und das Schlimme ist, was ja auch öfters mal passiert ist, dass die Klingen nicht scharf genug waren und den Verurteilten... war ja damals in Frankreich irgendwie, alle hatten Angst davor, es wurden ja viele mit der Guillotine hingerichtet. Und da war das auch, ist es ja oft dazu gekommen, dass die Guillotine, also die Klinge, die runterfällt, dass sie nie scharf mehr war. Und dass die irgendwie im Hals so halb stecken geblieben ist und das nochmal neu gemacht wurde. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ihr lebt halt noch. Erstmal, ich glaube, der Schmerz, den kann sich kein Mensch der Welt vorstellen. Und, also ich muss sagen, ich finde das noch, klingt zwar komisch, aber ich finde das noch extrem human, weil wenn die Klinge sehr scharf ist und sowas, ne, bupp,
bist du tot. Ne, man sagt ja auch immer, deshalb haben die das auch damals in Frankreich immer gemacht, den Kopf Richtung Bevölkerung, weil man ja sagt, dass das Gehirn immer noch 20 Sekunden arbeitet und man, oder ich, waren das 20? Ich glaube 20 Sekunden. Ja, es, ich weiß nicht, es ist so ein Aberglaube oder wie auch immer, dass man 20 Sekunden dann immer noch alles mitbekommt. Ne? Und deshalb wurde ja auch damals auch immer der Kopf Richtung Bevölkerung gehalten, dass er nochmal die Schmach sieht, so scheiße, was habe ich hier getan? Ich bin ein bisschen kopflos an die Sache rangegangen, okay, schau auf damit. Weil Pfosten aufgehängt ist. Der Kopf des Opfers wurde in einem Holzrahmen befestigt und darüber hing eine Klinge. Wenn die Klinge gelöst wurde, wurde das Opfer mit einem sauberen Schnitt enthauptet. Der Kopf fiel in einen Korb, welcher vor der Vorrichtung stand. Tausende Menschen wurden auf diese Art hingerichtet. Diese Tode waren sehr unterhaltsame öffentliche Veranstaltungen. Die Zuschauer konnten Souvenirs kaufen und hatten auch ein Programm. Ja, Schatz, was machst du heute? Ja, ich wollte heute zu einer Hinrichtung gehen. Kommst du mit? Ich habe gehört, da hat ein neuer Souvenirstand aufgemacht. Da können wir uns aber schönes ein Ohr oder so mitnehmen. Ja, ja, okay, machen wir. Wie kommt man auf sowas jetzt mal? Nee. In welchen Details der Opfer aufgelistet wurden. Die Verurteilten machten ihre Hinrichtung noch theatralischer, indem sie zu Guillotine tanzten, sarkastische Witze rissen oder trotzig ihre letzten Worte sagten. Die Henker waren national berühmt und die Aufgabe wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Guillotine war so populär, dass Kinder Spielzeugnachbildungen hatten und ihre Puppen enthaupteten, während bei Festessen der Oberklasse mit kleinen Guillotinen Brot und Gemüse geschnitten wurde. König Louis XVI. Und Marie Antoinette sind die berühmtesten, die dieser Form der Todesstrafe ausgesetzt wurden. Die Hinrichtung mit der Guillotine ging bis ins 20. Jahrhundert. Das letzte Opfer war der Mörder Hamida Chandoubi im Jahr 1977. Nummer 5. Aber ich Halskrausen-Methode. Diese Form der Todesstrafe ist in Südafrika Mitte der 80er entstanden. Ein Autoreifen wird über die Schultern des Opfers gezogen und zwängt Brust und Arme ein. Danach wird der Reifen mit Benzin gefüllt und angezündet. Es dauert manchmal mehr als 15 Minuten, bis das Opfer stirbt. Ein Gemeinderat aus Südafrika namens Benjamin Kinikini war sehr wahrscheinlich das erste Opfer des Necklacing. Er hatte Kontakt zu einer Rebellengruppe. Nachdem seine Familie erstochen wurde, bekam er am 23. März 1985 einen brennenden Reifen umgelegt. Diese Praktik entwickelte sich so weit, dass lebende Menschen verbrannt wurden. Necklacing wird im Volksgericht bevorzugt, welche außerhalb des Gesetzes existieren. Es wird meist an Personen ausgeführt, die an der Rassentrennungsregierung beteiligt sind. Winnie Mandela, Nelson Mandelas Ex-Frau, befürwortete diese Art der Todesstrafe. Nummer 4. Kielhoch. Also, warte mal, die Rassentrennung befürworten, also ist es ja an sich auf der einen Seite ja irgendwie schon schön, dass solche Menschen verurteilt werden. Gut, die Methode finde ich jetzt ein bisschen, weil man muss sich das ja noch vorstellen, ne? Das ist ja Gummi. Und das wird ja irgendwie, oh fuck, das brennt sich ja richtig in deine Haut ein. Oh, scheiße. Und du stirbst. Das Krasse ist, ich kann mir gut vorstellen, weil du verbrennst ja an sich erstmal am Anfang gar nicht. Wie schon gesagt, das Gummi wird ja erstmal flüssig und das verteilt sich ja erstmal auf deinen Körper. Das Einzige ist, was ich mir gut vorstellen kann, dass der sogenannte Schockschmerz da relativ schnell eintritt und dass man einfach stirbt, ne? Dass dann irgendwann das Herz zu schnell pumpt, dass man dann in so einen Schock kommt und das, ne, dass man dann umkippt und dass das Herz dann aufhört zu pumpen. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass natürlich viele das extrem lange überleben. Boah. Ich hoffe, hier ist auch der Bulle mit dabei. Cool. Das war Berichten zufolge einer der schlimmsten Strafen auf hoher See. Sie wurde zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert von französischen und niederländischen Seglern genutzt, obwohl es bis zur Antike Griechenlands zurückverfolgt wurde. Die Beine des Opfers wurden mit einem Seil zusammengebunden und mit Gewichten beschwert. Sie wurden dann am Bug des Schiffes abgesenkt und schnell unter Wasser über die Unterseite des Schiffes bis zum Kiel, den Balken in der Mitte der Schiffsunterseite, geschleift. Die Schiffsunterseite war mit Seepocken bedeckt, welche steinhart und sehr scharf sind. Wenn das Opfer durch das Wasser gezogen wurde, schnitten ihm die Seepocken tiefe Wunden und rissen Fleischteile ab.
In Einzelfällen verloren die Opfer ganze Gliedmaßen oder sogar den Kopf wegen der messerscharfen Muscheln. Als die Segel auf der anderen Seite des Schiffes raufgezogen wurden, sind die meisten Teile der Haut nicht mehr vorhanden gewesen. Boah. Um sie vor dem Ertrinken zu schützen, wurde ihnen ein in Öl getränkter Schwamm in den Mund gestopft. Der Schwamm behinderte sie zu atmen, während sie unter Wasser waren. Wenn die Opfer die Strafe überlebten, wurden sie für mehrere Minuten vom Mast gehängt, bevor sie noch einmal kielen mussten. Okay, ich kenne noch eine Methode, das wurde ja so auch im 17., 18. Jahrhundert gemacht, dass vorne an den Schiffen wurden ja gerne mal, ich glaube, das wurde eher bei Piraten, das haben ganz gerne die Spanier und sowas bei Piraten gemacht, dass die vorne am Heck, Bug, nee, warte mal, Heck ist hinten, ne? Bug ist vorne. Also, dass die vorne dran gemacht worden sind. Und ich glaube, die waren dann bis zum Bauch hin oder bis zum, ich weiß gar nicht, wie weit die dann im Wasser waren. Und die wurden dann einfach vorne dran gemacht und die haben natürlich die ganze Zeit das Wasser eingeatmet und da haben natürlich viele, sehr, sehr, sehr viele Stunden überlebt, ne? Weil man ertrinkt ja irgendwann nur, in Anführungszeichen nur. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr heftig. Also das kann ich mir auch... Nummer 3. Der Kanonenschuss. Die 14th Dragoons waren die bekanntesten Kavaliereinheiten des britischen Imperiums im 18. und 19. Jahrhundert. Während der Schriftsteller George Carter Stand der Einheit in China diente, beschrieb er die Exekution durch eine Kanone, bei der das Opfer erschossen wurde, während es an die Kanone gefesselt war. Er schrieb, der Gefangene ist mit dem oberen Teil des Rückens gegen die Mündung gebunden. Als die Schusswaffe abfeuerte, flog der Kopf 12 oder 15 Meter in den Himmel. Die Arme flogen nach links und rechts, hoch in die Luft und landeten ungefähr 90 Meter weit weg. Die Beine fielen auf den Boden unter der Kanonenmündung und der Körper wurde wortwörtlich weggeblasen. Keine Überreste konnte man sehen. Andere berichten, dass Raubvögel um den Hinrichtungsort kreisten und versuchten, die menschlichen Fleischstücke in der Luft zu fangen. Viele Soldaten wurden wegen Fahnenflucht oder Meuterei durch die Kanonen erschossen. Diese Form der Todesstrafe wurde oft in der Zeit, als Indien noch eine britische Kolonie war, verwendet. Während der indischen Rebellion 1857 erlitten mindestens 44 Menschen diese Art der Hinrichtung. Aber ja gut, da bist du aber schnell tot, muss ich sagen. Die Steinigung. Das geht noch. Die Steinigung oder Lapidation ist wahrscheinlich die primitivste Form der Todesstrafe. Diese Praktik wird immer noch in bestimmten Ländern ausgeführt. Wie der Name schon sagt, bei dieser öffentlichen Exekution werfen eine Gruppe von Menschen Steine auf jemanden, bis er stirbt. Obwohl die Steinigung in vielen Ländern unter dem Scharia-Recht erlaubt ist, wird sie von Menschenrechtsorganisationen als geschmackslos und unmenschlich angesehen. Ehebruch ist eine der Hauptgründe, weshalb jemand zu Tode gesteinigt wird. Ein Auszug aus dem islamistischen Strafgesetzbuch aus dem Jahre 2008 lautet Artikel 102. Ein ehebrecherischer Mann soll bis zu seiner Hüfte und eine ehebrecherische Frau bis zu ihrer Brust eingegraben und zu Tode gesteinigt werden. Boah. Artikel 103. Wenn die durch Steinigung verurteilte Person dem Grab entflieht und der Ehebruch durch Zeugenaussagen bewiesen wurde, muss sie für die Strafe zurückkehren. Aber wenn die Person den Ehebruch gesteht, muss sie nicht zurückkehren. Artikel 104. Die Größe des Steines sollte nicht zu groß sein, um den Verurteilten mit ein oder sogar zwei Würfen zu töten. Und gleichzeitig sollte der Stein nicht zu klein sein. In Somalia meldete die 13 Jahre alte Aisha Ibrahim Duhulo, dass sie von drei bewaffneten Männern vergewaltigt wurde. Am 27. Oktober 2008 wurde sie bis zum Hals in einem somalischen Fußballstadion begraben und vor tausenden Menschen zu Tode gesteinigt. In Bagdad, Irak, wurden 2012 mindestens 14 Jugendliche gesteinigt. Sie wurden exekutiert, um die westliche Emo-Mode zu bekämpfen. Boah. Nummer 1. Seppuku. Also das ist nicht nur primitiv, sondern das ist, glaube ich, einer der brutalsten Hinrichtungsformen, die es momentan noch gibt. Also wenn man jetzt natürlich weiter zurückgeht, gibt es natürlich noch viel brutalere. Zum Beispiel, dass ein Mensch im Mittelalter damals ja auch an so ein After, ich weiß nicht, wie das Ding hieß, Afteröffner oder sowas,
mit seinem Eigengewicht und der ist halt immer mehr nach unten gesackt. Oder der Bulle, der eiserne Bulle, der angezündet wurde. Aber ich finde das halt krass, dass Steinigen immer noch so aktuell ist. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr werft mit Stein und es steht im Artikel drin, es ist da so ein Gesetz und ihr werft damit einen Stein auf Menschen und ihr sollt dafür sorgen, dass der Mensch nicht sofort stirbt. So, ihr wisst ganz genau, dass es da eine Frau oder Mann, die hat ein Leben noch vor sich. Und ihr nehmt das Leben mit Stein und ihr werft da, gibt da bestimmt auf einige, ja, für die ist es normal, die schmeißen allgemein Steine auch zu Fußballspielen, deshalb, sagen die, einfach mal werfen hier so. Bin schon an. Oder es gibt vielleicht so welche, die machen das beruflich, so Steinewerfer, ne? Die gehen dann zu jeder Hinrichtung hin und sagen, ja, wie viel hast du? Ja, ich war jetzt schon bei 30 Hinrichtungen. Ach, und du? Ja, 100. So, und das ist schon, boah, da muss man echt entweder abartig sein, wenn man bei sowas mitmacht, oder irgendwie sind die Leute, haben die für mich alle eine Psychose, dass sie alle irgendwie, weiß nicht, irgendwie, dass bei denen hier mehrere Synapsen geplatzt sind. Schon bei der Geburt. Weil das, wenn ich das machen müsste und jemand würde mich dazu zwingen, würde ich sagen, nee, pass auf, dann steinige mich mit dazu. Ich mach das nicht. Ich würd mich komplett dagegen verweigern. Komplett. Cool. Weil das ist, boah, eklig. Seppuku wurde von Mitgliedern des Militärs in Japan bevorzugt und ist eine Selbstbestrafung durch Suizid. Der Name wird grob übersetzt als in den Unterleib schneiden. Bushido, der Kodex der Samurai, fordert, dass das Ausführen von Seppuku zeigt, dass der Krieger Mut und Selbstkontrolle beherrscht und auch die Aufrichtigkeit und Reinheit dieses Zwecks zeigt. Anstatt ein Gefangener bei den Feinden zu werden, sahen es die Samurai als guten Weg, ihr Leben mit Ehre zu beenden. Für andere war es eine Demonstration der Loyalität. Wenn sein Herr starb, führte ein Samurai Seppuku durch, um ihm in den Tod zu folgen. In anderen Umständen wurde diese Form der Todesstrafe als Protest gegen die Regierung oder als Methode, um auf seine Pflicht zu verzichten, angewendet. Seppuku war entweder freiwillig oder verpflichtend, aber in beiden Fällen wurde große Aufmerksamkeit auf die Zeremonie gelegt. Wenn ein Herr einen Samurai zu Tode verurteilte, bot er ihm die Chance an, Seppuku durchzuführen, um der Schande, den Kopf zu verlieren, aus dem Weg zu gehen. Bei Seppuku musste man ein kleines Schwert, Wakizashi oder ein Dolch Tanto in die linke Seite seines Bauches einführen. Die Klinge wurde dann durch den Unterleib nach rechts gezogen, wo sie dann nach oben gedreht wurde. Das war die gängigste Form. Eine andere Version enthielt einen zweiten Stich unter dem Brustbein, nachdem die Klinge für den ersten Schnitt bewegt wurde, und er wartete bedächtig, bis er verblutete. Das war die perfekte Ausführung von Seppuku und es wird immer noch als eine der langsamsten und schmerzhaftesten Arten zu sterben betrachtet. In manchen Fällen assistierte ein Diener oder Freund, Kaishakunin genannt, in der Seppuku-Zeremonie. Um den Samurai von seinen Schmerzen zu befreien, schnitt er rasch aber mit Präzision den Kopf ab, um eine fehlerlose Enthauptung zu erhalten. Ein kleiner Hautlappen musste noch den Kopf mit dem Rumpf verbinden, sodass der Kopf in die Arme des Samurais fiel, als würde er ihn wiegen. Modernere Fälle des Seppuku wurden im Zweiten Weltkrieg berichtet, als verschiedene japanische Soldaten ihre eigene Gefangenschaft vermeiden wollten. Um seine Schuld für die Kamikaze-Attacken auf die alliierten Streitmächte auszudrücken, welches 4000 Japanern das Leben nahm, unternahm Admiral Takehiro Onishi Seppuku am Ende des Zweiten Weltkriegs. Er nutzte keinen Kaishakunin und es dauerte mehr als 15 Stunden, bis er verblutete. Boah! Okay, das... Boah! Alter, 15 Stunden. Ey, das muss eine Qual sein, ey. Boah, nee, da würde ich, nee, da würde ich lieber, keine Ahnung, was irgendwas anderes machen. Ich glaube wirklich, aber es gibt, glaube ich, noch Todesarten, die, glaube ich, noch schlimmer sind. Ich kann mir gut vorstellen, wie schon gesagt, schade, dass der eiserne Bulle hier nicht dabei war. Aber da, wenn ihr das sehen wollt, schreibt das mir einfach mal in die Kommentare, dann gucke ich mir einfach mal Todesarten im Mittelalter an. Oder Todesstrafen, besser gesagt, nicht Todesarten, sondern Todesstrafen. Ist immer wieder krass, zu was Menschen fähig sind. Also, was sie sich selber antun können
und was sie anderen antun können. Vor allem auch, wenn man sich die ganzen Folterinstrumente anguckt, also die waren ja, also die jetzt hier gezeigt wurden, gut, so ein Käfig und sowas, okay. Guillotine, ja gut, das ist schon puh. Aber damals gab es ja noch die Daumenwinde, hier Streckbank und. Da gab es ja noch viel mehr Foltermethoden und was da für eine Motivation reingeflossen ist oder was für ein Elan, das ist, oh, kann man sich gar nicht ausdenken, ne? Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Ja, weil bestes Beispiel ist ja zum Beispiel damals die Ingenieure von Ägypten, die die Pyramiden gebaut haben. Nachdem die Pyramide fertig war, durfte ja niemand wissen, wo das Grab von dem Pharao war. Ja? Noch nicht mal die Ingenieure selber. Und die wurden dann entweder ihnen wurde das Augenlicht genommen oder die wurden wie auch immer umgebracht, qualvoll dann, ne? Müsst ihr euch mal reinziehen, so, ihr wisst, okay, das ist mein letzter Auftrag, so, danach, ja, werde ich, glaube ich, keinen Auftrag mehr annehmen können, oder, ne, das ist krass. Also, zu was Menschen fähig sind, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!